Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder ein Lootbox-Opening. So wie im ersten Video auch schon angekündigt und gesagt, also im ersten Lootbox-Video, mache ich wieder 10 Stück auf. In Infokarte blende ich sonst noch die Playlist ein, da kann man da all die anderen Lootbox-Openings noch anschauen. Wir fangen aber direkt an. Oh ja, oh, das sieht... Holy shit. Fängt ja gut an, sehr schön. Was haben wir hier? Immer schön ernst bleiben, den finde ich gut, den lassen wir mal drinnen. Dann. Hier ist so deutlich wie immer, ne? Dann haben wir ziemlich viele Credits gekriegt, 150, cool. Und. Ja, von May. Den frostigen Stab. Oder was es auch konkret ist. Wie man direkt das nächste aufkommt. Oh. Schade. Naja, gut, okay. Diva. Ja, unsere ehemalige StarCraft-Spielerin. Dann Rohawk-Zeichen, Thjörbjörn-Zeichen und von Macri. Okay, nicht so wahnsinnig cool, aber... Oh, das Glück ist mir gerade nicht so hold. Drachengeist, du bist dran. Drachengeist, du bist dran. Wir lassen den mal, nehmen den mal rein. Hier haben wir Primal Rage, die Dschungelwut. Sozusagen dann. Warte mal, für wen ist das? Also für alle Helden, ich dachte schon. Und für Tracer. Ach komm schon, weil ich am Anfang so Glück hatte, kriege ich jetzt sicher nicht mehr. Obwohl, hey. Ach so, schon schon vorhanden. Overwatch-Zeichen, 50 Credits. Lasst uns nicht das Schwein im Sack kaufen! Den nehme ich nicht rein, den finde ich nicht gut. Aber wir haben schön viel Credits gerade. Tack, tack. Aber ich spare die Credits noch auf, dass... ja, ich spare die einfach. Ich schaue mal, dass ich möglichst viel bekomme und dann kaufe ich das, was mir noch fehlt, kaufe ich noch auf. Das ist eigentlich das Ziel der Sache. Macht auch am meisten Sinn. So spart man Zeit und kriegt am schnellsten alles eigentlich. Komm, wir machen ruckzuck. Machen wir hier weiter. Tack. Ja, endlich. Für Thjörbjörn. Thjörbjörn? Wohlbekommt. Den nehme ich rein. Den nehme ich rein. So, hier haben wir nochmal von Diva GG. Auf Patrouillenflug. Ja, finde ich nicht so gut. Aber die müssen halt auch ein paar reinnehmen, die nicht so gut sind. Nochmal Diva. Den finde ich aber hübsch. Den nehme ich rein. Die haben halt teilweise auch Sprüche drauf, die einfach ein bisschen Müll sind. Die brauchen... Widowmaker. Schulterblick. Ja, ist schon ziemlich... Ja. Bösen Feinden gibt man ein Bömmchen. Oder zwei. Oder drei. So, er ist so, so bekloppt, Junkrat. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Eine Ein-Mann-Armee. Und Ying und Yang, oh, den finde ich gut. Ying und Yang, Gleichgewicht, ich finde das super. Bin ich voll dafür. So, drei noch, ne? Drei noch? Oh ja. Ach, nur Währung. Oh nein, wohl eher. Steckbrief. Für McCree, okay. Reinhardt, der Löwe. Nochmal 150 Credits, ich hätte lieber was anderes gekriegt. Und Symmetra. Spiele ich ja auch gerne, die Symmetra. Ich spiele eigentlich alle gerne. Oh, ich will noch mehr. Ich krieg so viele Credits gerade. Das ist normal. Nicht normal. Es ist normal. Das sind ja nicht normal. Schon vorhanden. Nochmal Credits gekriegt hier. Und. Nimm doppelt Maß. Dann stoße einmal zu. Nimm doppelt Maß. Okay. Ist das die letzte? Ich glaube, das ist die letzte, ja. Und. Man! Es will nicht so. Viele Credits irgendwie, aber nicht so das, was ich wirklich haben möchte. Hanzo und dann Symmetra. Ich habe da aber schon ein schönes von Symmetra. Die ist auch knapp bekleidet, die Lady. Die ist auch knapp bekleidet. Nun gut, dann für Winston noch.
Okay, eigentlich schade, wir haben nicht so wahnsinnig viel gekriegt. Viele Credits. Ich bin mit, glaube ich, 300 Credits gestartet und wir sind jetzt bei 750. Aber ich kaufe mir dann einfach noch die Dinge, die mir fehlen. Ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich noch nicht so viel. 5, 6, 4, 6, 5, 3, 7, 5, 4, 5, 5. Hier bei Winston habe ich ziemlich viel und Theobrion auch nicht übel. Aber ich habe natürlich noch nicht so viele aufgemacht. Aber man sieht es hier. 55, 56. Also mega viele, die wir freischalten können. Da bin ich noch lange dran. Wie viele Helden haben wir? 3, 6, 9. Dann haben wir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sagen wir 21 mal 50. Da bin ich noch mit vielen 10 Lootbox-Openings dran. Ziemlich viele, das werden viele Folgen. Mal schauen, vor allem weil man natürlich auch noch Credits kriegt. Aber dann haben wir wenigstens über einen Zeitraum was zu tun, finde ich auch gut. Auf der Suche bin ich natürlich nach richtig schönen. Reinhard, der hat einen mega geilen. Der hat hier wirklich ganz coole Sachen. Den finde ich geil, Blutrot finde ich geil. Der hier, Blutrot, erinnert mich irgendwie ein bisschen an World of Warcraft. Ich kann nicht genau sagen warum, aber der hat für mich irgendwas mit World of Warcraft zu tun. Ja, gut, also, das war's eigentlich von dem Opening, von dem Lootbox-Opening. Im nächsten Lootbox-Opening geht's dann weiter, wieder 10 Stück. Ich probiere das jede Woche dann einmal zu machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich sehr freuen. Für alle, die jetzt denken, oh, er hat zu Overwatch noch gar keine Guides gemacht. Ich arbeite dran. Ich will die ein bisschen schön machen, die Guides, damit man da auch wirklich gut nachkommt. Die Guides sind bei mir zu den einzelnen Klassen in Arbeit. Aber das dauert noch ein Stückchen. Ich habe es aber nicht vergessen, also keine Angst an dieser Stelle. Gut, dann wünsche ich beim nächsten Video viel Spaß, falls man noch ein Video guckt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.